Een wunderschöne guten Morgen. So, jetzt mal ein bisschen Abwechslung hier ins Spiel bringen, oder? Wir haben jetzt ausgecheckt aus unserem herzigen Kabinli da und jetzt gehen wir noch auf einen anderen Trail. Das geht nicht so lange, nur etwa eine halbe Stunde, 45 Minuten so. Und am Nachmittag gehen wir noch tuben auf dem River. Oh yeah, sweet ass, wie die Jolanda würde sagen. Und nachher sind wir etwa durch da mit dem Jaguar Reserve. Aber das hat mal richtig Spass gemacht da, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da mal in Belize seid, checkt das ab. So, wir sind jetzt hier angekommen auf dem Aussichtspunkt. Sieht etwa gleich aus wie gestern. Aber immer noch schön. Und ich habe vorhin der Jolanda erzählt, wo der Guide uns erzählt hat gestern, dass da so ein Hügel hat, wo ungefähr so 300 Meter hoch geht. Habe ich eigentlich zuerst gerade habe ich müssen das Lachen verkneifen, ja, so 300 Meter, ja, locker, oder? Aber bei dieser verdammten Hitze schon morgen um 9 Uhr, unglaublich, wie da eins abschwitzt ist. Von dem her ist das eigentlich gar nicht mal so ohne und ich bin froh, wenn wir nicht weiter raufklettern. Jetzt geht es zum Wasserfall, um wieder ein bisschen schwimmen. Yay! Yay! Waterfall! So, Yolanda, how was swimming in this beautiful... Beautiful, whatever, it waterfall. It was refreshing. It was refreshing. Yeah, but it was not as nice as yesterday. Nope, it's not. No. Weil es hat gestern recht geschifft in der Nacht und das Wasser ist jetzt recht dreckig, also vom Schlamm her, das Ende dann. Da hinten ist ein kleiner Wasserfall, aber der ist viel kleiner als der, den wir gestern gesehen haben. Darum ist jetzt das nicht mehr spektakuläres. Und jetzt gehen wir zurück zu unserer Unterkunft und danach geht's. What are you gonna do? Chewing! So, wir sind wieder an dieser Straße, die ihr vielleicht schon kennt. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass uns jemand mitgenommen hat auf dem Pickup-Truck. Und jetzt sind wir hier am Hitchhiken. Yeah. Der Yolanda, die das super macht. Und danach geht es auf Hopkins. Oh yeah. Oh yeah. Let's try to make it to there. Hell yeah. Hey, fun ride. So, und so sind wir im Taxi Richtung Hopkins. Mit sehr, sehr geiler Musik, wie ihr ja gehört. You like the music? Yeah, oh yeah. Yeah. So, wir sind jetzt hier angekommen im Funky Dodo Hostel und das ist unser Zimmer. Number one. Oh! Da ist jemand im Raum, hä? jetzt gehen wir hier mal den Strand abchecken und nachher etwas essen. Im Örtli. Es soll ein sehr, sehr schönes Fischerörtli sein hier. Recht cool. Und ich bin schon gespannt auf das. Hopkins wird wirklich eine der Top-Destinationen sein in Belize. Und da sind wir jetzt richtig gespannt. Also. So, wir sind jetzt hier im Restaurant Geckos Restaurant. TripAdvisor, exzellent, hier oben gesehen. Wir hoffen, das ist gut, weil wir haben recht Hunger. Vorne sind wir noch baden im Meer und es ist saumässig warm gsi, also es hat schon fast weh da, es war wirklich fast unangenehm gsi, so warm ist das Wasser gsi, so blöd das eigentlich tönt. Und jetzt kommt's, heute feiern wir mein 200. Tag Reise. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist der 14. Juli und das ist ein ganz spezieller Tag aus mehreren Gründen. Erstens, der ist zwar nicht so speziell, ist heute Morgen der Spiel auf Platz 3. Belgien gewonnen. Ist eigentlich wirklich nicht wichtig. Zweiter Grund ist, der Kilian hat heute seinen Polterabend oder seinen Poltertag und ich habe heute Morgen noch mit ihnen
Video telefoniert und das hat schon mal sehr, sehr cool ausgesehen. Und ja, es schießt mich ein bisschen an, ehrlich gesagt, dass ich nicht dabei sein kann. Aber ich bin mir sicher, die haben auch ohne mich ein super Fest gehabt. Und der Hauptgrund heute ist, der Phil und Claudia heiraten heute oder haben geheiratet. Ich sehe sie erst später. Und das ist natürlich auch ein riesen Highlight. Leider kann ich auch dort nicht dabei sein. Also ihr seht, ich hatte sowieso einen Zielkonflikt gehabt. Aber ja, heute wäre ich also sehr, sehr gerne in der Schweiz. Es ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich denke, jetzt wäre es richtig cool, in der Schweiz zu sein. Ja, noch, das Leben geht weiter und denen, all diesen Leuten wünsche ich alles Gute. Und jetzt gehen wir da mit unseren gemieteten Bikes ein bisschen Hopkins unsicher machen. Jolanda ist ready. Yay, we are ready! Und ja, jetzt mal schauen, es wird verdammt heiß. Das wissen wir jetzt schon, aber ja. Wird sicher cool. Auf jeden Fall machen wir dann schon wieder mal ein bisschen etwas. Wir sind jetzt ein bisschen faul gewesen die letzten paar Tage. Aber jetzt geht's auf Velos. So, wir haben jetzt ein kleines Stöppli gemacht am Strand. Wunderschöner Strand. Wäre es eigentlich, wenn nicht das blöde, verfluchte, hure Scheissdrecks Seaweed immer überall wäre. Richtig grusig und es schmeckt einfach eklig. Es ist noch lustig, vor zwei Tagen sind wir am Strand gewesen, da hat es überhaupt kein Seegras gehabt und jetzt ist alles voll mit dem. Keine Ahnung, wie das kommt. Wenn es jemand weiss, schreiben Sie in die Kommentare bitte. Die haben hier übrigens alle ganz lustige Namen. Vorne haben wir den Easy Breezy kennengelernt. Der ist eine Legende da. Den haben wir schon empfohlen bekommen vom Leon und von der Sarah. Und jetzt haben wir gerade am Strassenrand den Dan Man kennengelernt. Der wir sind vorbeigefahren und ist in seinem Auto gehockt und gesagt, hey, you wanna see a turtle? Und nachher hat er da den Strassenrand gezeigt. Dort war aber gerade so ein Schildkrötchen. Da haben wir kurz mit dem Pläuderlet. Also die Leute sind da also voll easy going drauf. Die schnurren mit dir, wenn du auf der Straße läufst oder fahrst, spricht dich jeden an und so und redet ein bisschen mit dir. Also richtig cool, cooler Vibe da in Hopkins oder in Belize im Allgemeinen. Und jetzt geht's weiter. It's nothing. So, wir sind jetzt hier schon gut zum Mittagessen und jetzt machen wir ein kleines Päuschen hier. Bim. Keine Ahnung, wie das heisst, muss ich nachher schnell fragen. Und es gibt Glasse. Das ist Ananas-Bananenglasse und das ist, das hier, ist Schoki, bevor es irgendwie, also Schoki, also Kakao eigentlich, bevor es gesüßt wird und alles, mit Mint. Das schmeckt super, interessant und es ist richtig lecker. What do you got, Jolanda? Nothing left. Really? Yeah, damn. There is something left. Oh yeah, there is. It's creamy cookie and I had coconut caramel. Ah. Well, vielfach hier in Mexiko, oder also Belize, Mexiko, was auch immer, sind die Glasses so ein bisschen wässrig und die sind jetzt so richtig schön cremig, also richtig gut. Also wenn ihr mal da sind, ich finde immer noch nicht den Namen raus und die sind jetzt auch gerade beschäftigt, darum kann ich nicht fragen. Aber ich sage es euch nachher noch, wie der Shop heisst. Also ich habe herausgefunden, wie es heisst, Nice Cream. Macht auch Sinn bei dieser super Glasse, die machen, dass der Name auch entsprechend ist. Jolanda hat jetzt da gerade Sea Grapes zusammenlesen von dem. Weil er da vorne, ich habe noch lustig, wir sind hier reingegangen, das ist so ein Resort, aber da hat es gar keine Leute, die sind jetzt so am Umbauen. Wir sind einfach hier aufs Dach raufgegangen, auf so ein Baumhaus. Und wo wir runtergekommen sind, ist da der Besitzer gekommen, so, hey buddy, how's it going, bla bla bla. Und danach hat er uns so die Sea Grapes, das sind eben die Dinge da am Boden. So sehen die aus, offeriert und jetzt haben wir hier ein paar Sea Grapes pflücken. So, da haben wir sogar noch ein anderes Bäumchen gefunden da. Und das sind Mandeln.
Und das, wenn man sie aufschneidet, in der Mitte hat es nachher die Mandeln drin. Das ausser da kann man essen. Also kann man auch essen, in Frucht. Und jetzt haben wir noch ein paar eingesammelt, die schneiden wir dann nachher im Hostel aufschneiden und schauen, ob wir da die Mandeln reinkommen. Vamos! Ja, Jolanda und ich haben jetzt so eine richtige Exploring-Tour gemacht. Wir wissen jetzt über alle belizianischen Früchte. Jetzt ist fast ein Huhn überfahren worden. Bescheid. Wir sind hier jetzt so ein bisschen durch die Strasse durchgefahren und es hat überall an den Strassenrändern hat so ganz verschiedene Bäume mit jensten Früchten, die wir noch nie gesehen haben. Und dann fragen wir immer so ein bisschen die Einheimischen, hey, was ist das und so, und probieren damals gerade. Und die Einheimischen sind richtig, richtig cool drauf, die erklären einem gerade alles und so und sagen, hey, look, komm, ich zeig dir das schnell und so. Richtig cool, richtig schön. Getting the woods. The sea fruit, sea grapes. Sea grapes. So, unsere Velotour ist jetzt zu Ende. Wir sind wieder zurück im Hostel, wie ihr vielleicht merkt. Ich bin jetzt gerade noch 2 Bierli gepostet für sagenhafte 3.25 Franken im Supermarkt, wohlgemerkt. Das ist Pelican. Schmecken tut es gut, aber es ist recht teuer. Jetzt habe ich fast ins Licht hineinschauen, anstatt in die Linse. Ja, so schnell kann man verwirrt sein. Jetzt gehen wir das Basketballspiel anschauen, weil wir haben heute jemanden getroffen, wo wir so nach Früchten gefragt haben, was das für Früchte sind auf diesen Bäumen. Und der hat gesagt, heute am 7. ist ein Basketballspiel. Wir wissen nicht, ob das jetzt ein offizielles Spiel ist oder einfach so ein Street-Jungs-Gangs gegeneinander. Also gehen wir jetzt abchecken mit unseren Bikes. Oh, don't fucking film this. Okay, yes. Like this? Yeah, I think so. Yeah, you ready? No. I'm pretty heavy. Yeah, wait. Oh my god. So, jetzt geht's dann gerade los. Eine Stunde und 15 Minuten später als eigentlich vorgesehen. Aber wir haben vergessen, dass wir in Belize sind und nicht halt alles so mega pünktlich sollten sehen. Aber ist wurscht, jetzt geht's los und wir haben da sowieso noch ein paar Bierli gekauft und von dem her ist es jetzt auch nicht allzu schlimm. Wir sind jetzt hier, das vierte von unserem Hostel, das fünfte. Mit dem, ich habe den Namen schon wieder vergessen, mit der Jane und mit dem. Ja, mit ihm. Und jetzt schauen wir den Basketball-Match. Who's gonna win? So, wir sind jetzt hier im. What's the name of it? Driftwoods, genau. Und das ist so ein Beachbar. Die haben Live-Musik eigentlich, wenn sie nicht gerade würden, nicht spielen. Und wir haben dann eine schöne, riesengroße Pizza bekommen. Und wir haben noch zwei neue Gäste kennengelernt: Theresa und der Lukas von Österreich. Österreich, ja was. Und ja, nachher lassen wir noch ein bisschen die super Musik da. Das zeige ich euch dann nachher auch noch ein bisschen. So, wir sind jetzt wieder zurück in unserem Hostel. Oh, zurück. Jerum. Ganz ein einfacher Name. Und wir gehen jetzt pausen, weil morgen ist das Final, morgen am 9 Uhr. Darum müssen wir da jetzt ein bisschen. Yeah. Guess. Oh, you were finished. Okay, auf jeden Fall, das war es für das Video. Danke fürs Einschalten. Daumen hoch, nicht vergessen und abonnieren. Bis dann. Ciao. I thought you were finished. He's doing the hand thing, the hand camera thing. That's also, that's yeah. The last one. Yeah, normally it's the last part. Okay. No, it's not. You wanna put it on? Yeah, I'll put it on there.